Moin moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video und heute haben wir zwei Dinge, die ich mit euch behandeln möchte. Zum einen, und damit fangen wir gleich an, ist es ein Leak der potenziellen All-Star-Skins in diesem Jahr und das zweite sind haufenweise neue Informationen, die Jeff Kaplan in den letzten Tagen in einem Livestream bekannt gegeben hat, kurz nachdem Sturmzeichen online ging. Das zweite wird gleich quasi eine Stream-Aufzeichnung sein, auf die wir drauf springen, weil ich habe das Ganze gestern im Stream mit der ganzen Community besprochen, wollte es für euch aber nochmal einbinden. Ja, jetzt beginnen wir erstmal mit der All-Star-Sache. Wenn ihr euch erinnert, im letzten Jahr im Rahmen der Overwatch League gab es ja die All-Star-Games, wo quasi die besten Spieler der League gegeneinander angetreten sind. Das wird in diesem Jahr auch wieder stattfinden, wird diesmal sogar schon am 15. Mai stattfinden, also deutlich eher. Und naja, dafür wird es sehr wahrscheinlich auch wieder Skins geben, die man verdienen kann. Und ja, diese Skins wurden geleakt im letzten Jahr. Wir können uns das mal kurz nochmal anschauen, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Im letzten Jahr gab es diesen Skin. Das war einmal der Atlantic All-Star Pacific Skin für Tracer. Und ich denke immer noch, es ist einer der besten Skins, die wir irgendwo im Game haben. Dieser Genji-Skin. Ja, der Pacific All-Star. Denn das ist Pacific, das andere war Atlantic. Ja, aber das ist in meinen Augen immer noch einer der besten Skins, einfach durch diese Animation hinten, wie er gemacht ist. Und ja, in diesem Jahr sieht es so aus, dass die Skins potenziell geleakt wurden. Und zwar wissen wir, und das muss ich jetzt ganz klar sagen, wir kennen noch nicht 100% die Quelle, wir wissen nicht, ob es authentisch ist, wir wissen nicht, ob das hier bearbeitet ist. Bitte behaltet das im Hinterkopf, es muss nicht die finale Version sein, was ihr gerade seht, aber wie wir sehen einen Mercy und einen Lucio Skin und in meinen Augen, und ich glaube, die meisten, die sich das anschauen, das Ganze wirkt tatsächlich sehr, sehr authentisch. Es wird mich wirklich überraschen, wenn das hier nicht die echten Skins sind, die geleakt werden. Ja, wenn ihr euch jetzt richtig erinnert, im letzten Jahr sah es so aus, dass man sich diese Skins nicht mit Ingame-Token verdienen konnte. Man musste wirklich Overwatch League-Marken investieren. Und naja, im Grunde genommen erwähne ich das Ganze heute auch nochmal deshalb, selbst wenn diese Skins jetzt nicht echt sein sollten, auch wenn ich davon ausgehe, ihr solltet wirklich anfangen, eure Overwatch League-Token zu sparen, vielleicht auch anfangen, die Overwatch League zu schauen, falls ihr es noch nicht tut, oder zumindest laufen zu lassen, um Token zu verdienen. Denn im letzten Jahr war es so, dass diese All-Star-Skins, ich glaube, jeweils 15 oder 20 Euro kosten. Ich glaube, es waren 200 Token oder sowas. Und ja, theoretisch könnt ihr euch die natürlich verdienen, indem ihr die Overwatch League schaut. Ansonsten wird man die wieder nur gegen Echtgeld bekommen und das wollte ich euch nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen. Nicht, dass ihr kurz vorher sagt, oh Gott, ich habe mir gerade erst meine hart verdienten Token durch Zuschauen für irgendeinen Skin ausgegeben. Das war mein Problem im letzten Jahr, weil keiner von uns hat damit gerechnet, dass wir solche All-Star-Skins kriegen. Bedenkt das einfach. Ansonsten die Skins hier, ich finde die sind fantastisch. Also der Mercy-Skin ist mega gut. Und ganz ehrlich, das Ganze ist auch wirklich, allein ich gehe deshalb davon aus, dass das Ganze authentisch ist, weil das Ganze wirklich so ein bisschen im Stil wie letztes Jahr auch ist. Und ich glaube, es wäre ziemlich viel Aufwand, das hier zu faken. Ja, so viel zu den All-Star-Skins. Wie gesagt, verdient euch die Marken, spart sie, wenn ihr die Skins haben möchtet. Und jetzt springen wir auf das, was ich gestern schon erwähnte. Jeff Kaplan hat im Livestream passend zu Sturmzeichen viele, viele neue Infos bekannt gegeben. Und ich bespreche die mit euch. Das Ganze ist eine Reddit-Quelle. Ich spiele jetzt einfach diese Aufnahme vom Livestream ein und ja, geht das Ganze dann mit euch durch. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und morgen sehen wir uns dann vermutlich endlich zu dem Lore-Video rund um Sturmzeichen wieder. So, also man hat ein paar Sachen bestätigt. Zum einen hat man nochmal das bestätigt, was ja auch Joshua No mir gegenüber bestätigt hat. Echo ist nicht Held 31 und gleichzeitig Sojourn, die wir ja gestern kennengelernt haben. Also, beziehungsweise, das Ding ist halt das, wir kennen Sojourn schon deutlich länger und das finde ich sehr spannend, weil das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Wenn wir nämlich auf, also Sojourn ist diese ich bin ja schon im Browser. Diese, Michael Chu. Die Stimme, die wir im Ohr haben, quasi die Trainerin von Overwatch. Und Michael Chu hat bestätigt, dass wir Sojourn schon in einem der ersten Overwatch-Shorts gesehen haben und sie im Grunde genommen das hier ist. Auch wenn sie heute komplett anders aussieht. Also im Recall-Short war sie drin, in ihrer aktuellen Form, wie sie heute aussieht. Und das hier ist auch Sojourn. Finde ich halt also super spannend, dass sie auch das ist. Weil hier sieht sie noch ganz anders aus als heute. Mittlerweile hat sie so weiße Haare und alles. Aber im Grunde genommen ist sie damit auch ein Gründungsmitglied von Overwatch. Und das ist halt echt,
echt spannend, finde ich, so als kleiner Fact. Aber wie gesagt, sowohl Sojourn wie auch Echo sind nicht Held 31. Junker Queen ist wohl was, wo man offiziell drüber nachdenkt und man auch drüber, was man wirklich mag vom Konzept her. Bist du schon wieder auf dem Rechner? Gehst du bitte runter da? Dann hat man nochmal gesagt, hier Storm Rising hat man 6 Monate dran gearbeitet, inklusive der Map. Okay, wirkt wie eine Rella. Geh bitte runter. Geh runter, danke. Dann hat man gesagt, hier Maximilian, da passiert noch deutlich mehr mit ihm. Er wird noch einiges tun, um sich quasi abzusichern, finde ich halt super cool. Dann es wird noch eine Menge neue Sachen geben, die bis zum Anniversary Event kommen. Das Anniversary Event ist im Mai, das heißt nächsten Monat. Am 6. endet Sturmzeichen und ich glaube, 2 Wochen später oder sowas beginnt schon das Anniversary. Ja, 21. Ne, kam Overwatch raus. Also das ist, das heißt, ich bin gespannt. Es kann, dass in der nächsten Zeit jetzt was passiert. Es kann auch bedeuten, wenn er sagt, new things will come, dass er damit einfach meint, hey, Havana kommt als normale Map noch, aber es könnten auch andere Dinge sein. Und er sagt halt Dinge, über die die Leute überrascht sein werden. Dann spricht er davon, dass es einen Diva-Skin gibt, der das Internet brechen wird, was auch immer das bedeutet. Ich, keine Ahnung, was für ein Diva-Skin das sein soll. Ob man irgendwas ganz Cutes macht oder ob man wieder irgendein Anime-Ding bedient, ich weiß es nicht. Sie denken über Gilden nach, überlegen aber noch, wie sie das implementieren können. Das heißt, Gilden werden noch sehr weit weg sein, wenn sie irgendwann mal kommen. Neue Comics kommen, sie arbeiten daran, den Lore zu expandieren, sagen sie seit einem Jahr. Gebe ich nicht viel drauf, ehrlich gesagt. Dann haben sie hier gesagt, ja, Reworks sind was sie eigentlich sehr ungerne machen. Sie bringen lieber neue Charaktere ins Spiel, verständlich. Laut Jeff Kaplan sind die Charaktere balanced. Zum Großteil stimme ich ihm da sogar zu. Dann, das finde ich sehr interessant, dass Jeff Kaplan etwas ausführlich über die Switch gesprochen hat. Dass es seine Lieblingskonsole ist, dass es grafische Limitierungen gibt, aber er glaubt, dass es möglich ist. Und ganz ehrlich, ich sage schon seit mindestens einem Jahr, das ist definitiv, ich spiele Paladins auf der Switch und Paladins läuft mit 60 FPS in 1080 und das Ding ist halt, es hat eine dynamische Skalierung, das heißt, es funktioniert und ein Spiel wie Overwatch, was grafisch nicht so anspruchsvoll ist, wird auf einer Switch laufen. Und dadurch, dass er so offen darüber redet, würde ich fast davon ausgehen, dass es eine Sache ist, über die Blizzard wirklich nachdenkt. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir auf der BlizzCon dieses Jahr die Ankündigung kriegen, oder vielleicht schon den Release wie letztes Jahr mit Diablo, das Overwatch. Ich glaube, ich sag's jetzt hier, ich coine es 2019 Overwatch over Switch. Dann, und das ist noch ganz interessant, sagt er, es kommen neue Sachen ins PvP. Er sagt noch nicht viel dazu, aber er sagt, es ist ganz cool und jeder wird es mögen. Das heißt, es wird wahrscheinlich kein neuer Deathmatch-Modus sein. Vielleicht kommt wirklich eine Unterscheidung, sowas wie, dass wir mehr Ranglisten-Modi kriegen, Solo-Queue. Es könnte sein, dass sie vielleicht endlich mal das Quickplay ein bisschen aufgebröselt wird. Viele, viele Möglichkeiten. Und am Ende nochmal gesagt, Havana wird in Kürze auf den PTA kommen. Also viele Informationen, die Jeff rausgegeben hat in diesem Interview mit O'Nickel.